Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Rimworld. Wir hatten letztes Mal hier diesen Raum in Auftrag gegeben, dass da was passiert. Da Betonblaupause, das sollte, glaube ich, für unsere Gefangenen hier der kleine Raum dann werden, wo sie dann da drinnen sind. Und ja, da müssen wir schauen. Die Tür aus Holz wäre vielleicht jetzt nicht so ideal, ne? Kann man das auch umändern? Ne, Möbel nicht, Strukturen. Tür aus Stahl wäre dann schon sinnig gewesen. Geht das auch? Ja, ich glaube, da muss ich den erst abreißen, ne? Offen halten, Kopie bauen, abreißen, da. So, dann reißt die nochmal ab, bitte schön, weil da machen wir dann Dingens hin. Wie heißt das? Eine Stahltür. Ich hoffe, wir haben das auch. 5 Essen und 2 in Arzneien, okay. Was haben wir hier liegen? Jade, okay, auch schön. Feli schläft schon. Die anderen beiden noch nicht. Red Run geht jetzt wahrscheinlich schlafen, oder? Nee, wahrscheinlich isst sie erst noch was, oder? Sieht danach aus. Und Bell spielt noch ein bisschen, bis es ihr besser geht. Kalksteinblöcke, okay. Hier haben wir Granitbrocken. Hier ist in der Lagerzone, okay. Was soll denn da rein? Nur Steine? Steinblöcke. Steinblöcke aller Art kommen da rein, okay. Die spielen da beide noch und erholen sich somit. Was ist das? Blastahl, okay. Uran haben wir hier. Ja, lass mal schneller laufen. Warum steht Feli schon und die anderen beiden noch nicht? Feli schläft. Redon hat gespielt. Achso, da unten war Pech irgendwo. Ach, die hat hier noch abgebaut. Stahl 40 Mal. So, alle drei schlafen, das heißt, wir machen Vollgas. Und ihr guckt das Logo und gehen auf den Großbildschirm. Ja, gut, klappt mit dem Logo, ne? Ein bisschen spät, aber egal. Kommt ihr mit klar, ne? So, da wird gegessen, da wird nochmal gegessen, da wird zum dritten Mal gegessen, ja. So, machen wir nicht so ganz so schnell, zwei geht. Ja, kann ich die Prio hier ändern? Forschung abgeschlossen, Automatiktüren. Okay, das ist schon mal cool. Priorisiere abreißen. Architektur, Struktur, Tür aus Stahl, die bauen wir dann da ein. Und wo ist Willi jetzt hingegangen? Der kümmert sich gerade um Kartoffeln, aber mach erstmal die Tür bitte. Das ist jetzt für mich wichtig. Gut. Und dann können wir das hier. Machen wir gerade Kopie bauen, die kommt dann dahin. Und kann ich das denn drehen? Ach so, eh. Das kommt dann noch dahin. Gut, und dann können wir das abreißen und das abreißen. Und wir sind auf Stufe 2, okay, das kann so bleiben. Er macht jetzt hier gerade ein bisschen Spielerei, das braucht er nicht. Er kann mal hier den Raum reinigen. Essen haben wir da 5. Passt erstmal, ne? Jetzt ist gerade wunderbarer Regen da. Wo ist er da? Granitblöcke fehlen, okay. Das heißt dann.
Wer baut denn hier Granitblöcke? Keiner, ne? Aufgabe hinzu, Granitblöcke. Haben wir 20 Stück. Und das hier. Wo kann ich das? Da kann ich das löschen. Gut, jetzt soll Granitblöcke hergestellt werden. Wer macht denn hier wo diesen Krach? Ah, hier, Page, okay. Wer macht denn jetzt Granitblöcke? Keiner? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, oder? Ne, sie macht Essen. Red Run kocht. Okay, Essen haben wir genug. Jetzt wird hier weiter abgebaut. Ist auch nicht verkehrt. Was ist das? Granitbrocken. Objekt wegtragen. Es ist wieder Nacht. Er macht da die Wand glatt. Okay. Was ist passiert? Transportkapselabschluss. Absturz. Okay. Zum Ort springen. Okay, das heißt, wir sollten ihn mal gerade hier vielleicht retten. Ist sie denn hier die richtige Page mit Tier, Pflanzen, Bergbau, Konstruktion? Wer hat denn hier Medizin 2, Medizin 4? Medizin 5. Für so einen müssten wir mal ein normales Bett bauen, ne? Was war das jetzt? Jeder männliche Kolonist spürt eine Welle von Angst und Wut. Eine weit entfernte Maschine des Hasses stürzt sich über eine Ritalverstärkung, projiziert sie über sämtliche Blumen. Okay. Kriegen wir den hier Körper? Schnitt. Kriege ich den denn jetzt hier irgendwie geheilt? Wir waren denn unser Spezialist hier mit gerade Redrun war das, ne? Vielleicht können wir da mal gerade schauen, dass wir den verhandeln. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt hier mal ein bisschen gerettet. Ja, wir müssten dann mal gucken, dass wir noch ein Zimmer mehr kriegen, ne? Das wird schon schwer. Wandglätten haben wir da schon, ja. Wie ist denn mit ihm? Wird er denn jetzt hier heile gemacht? Körper. Okay, der ist verbunden, bandagiert, das ist schon mal gut. Und wer macht jetzt hier was? Hat da irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht was. Machen wir hier Reiniger im Schlafsaal. Der ist schon bereits erfolgt, okay.
Er macht den Scroll weg. Wo ist Redrun? Redrun kümmert sich ums Essen, das ist auch gut so. Wir haben hier nur noch zwei Mahlzeiten, das ist schlecht. Das mal hier wegräumen. Und Architektur, Befehle, war offen, ne? Graben. Weiß nicht, sind das vier? 1, 2, 3, 4, ja. Machen wir so. Hoffen, dass wir da noch einen jemanden mit bei uns kriegen, der vielleicht zu uns kommt, ne? Naseerfrierung, okay. Ist es da so kalt in dem Raum? Drinnen 5 Grad. Ah. Das ist schlecht. Aber ich kann jetzt gerade, wir können höchstens das Bett woanders nochmal gerade hinstellen. Möbel. Mach ein Bett hier hin. Bau das Bett mal schnell. Wie kriege ich ihn denn jetzt? Medizinisch wird er dann dahin gebracht? Ich hoffe es. Weiß ich aber nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Lass mal normal laufen hier gerade. Wie kriege ich ihn denn jetzt? Warte, da kommt. Ah, er wird gefüttert. Aber wie kriege ich das Bett jetzt ihm zugewiesen? Das wüsste ich jetzt gerne, ne? Wie kriege ich ihm jetzt? Stimme Erwartung, Körper. Da habe ich jetzt nichts. Bewegung, Arbeit kann er noch nicht. Ich würde ihn jetzt gerne nicht in dieses Bett legen wollen. Ah, warte mal. Besitzer wählen. Ah, wie kann ich denn jetzt hier denn im Moment hier versetzen? Zuweisung aufheben. Wie kann ich ihm jetzt dieses zuweisen? Das wäre cool. Das geht gar nicht, oder was? Aha. Aber ich kann da keinen Besitzer wählen. Dann machen wir das medizinisch da gerade. Hat der Evan-Schild? Okay. Jetzt wird er da ins Bett gebracht. Das gefällt mir auch viel besser. Jetzt hat es geklappt. Das ist schon mal gut. So, wie sieht Körper aus? Alles verbunden, ne? Der blutet leicht. Sprechen, Essen ist schlecht und Bewusstsein ist auch nicht so gut. Aber Schmerzen sind stark. Was hat er sonst so? Nee, was war das? Bedürfnisse. Stimmung ist klar. Das wird bald weg sein. Das wird auch weg sein. Ist auch weg. Er ist nackt, okay. Kann ich dem denn die Hose anziehen? Ist dann die Frage, wie, ne? Ja, weiß ich wohl, da kann ich auch nichts dran ändern jetzt, glaube.
Tierkrankheit, Grippe. Valentina, das ist der Hund, ne? Ja, weiß ich dann auch noch nicht, ne? Oh, er hat sich schon angeschlossen. Ja, super. Geil. Wir haben einen mehr. Sehr gut. Jetzt müssen wir ihn nur aufpäppeln, ne? Das ist ein Schamane, das ist auch gut. Also hier geht es ja schon mit Bewegung sogar was. Ja, das ist toll. Die niedrigen Erwartungen sind klar. Nackt, er müsste was zum Anziehen haben. Warte mal, kann er dann. Ah, jetzt geht er da natürlich auch noch hin. Das war vielleicht nicht so ganz so prickelnd, oder? Aber auf jeden Fall hat er dann schon mal eine Hose. Die anderen schlafen aber. Okay, ich glaube, wir müssen alle schlafen. Das wäre viel wichtiger, ne? Mal Vollgas, damit er mal schneller wieder ins Bett kommt, oder? So, jetzt nochmal anklicken. Nicht das Bett, sondern ihn. Die Bio. Nee, Körper. Nee. Was war das denn? Sozial. Bedürfnisse. Nackt ist jetzt weg. Ja, die Kleidung, das kriegen wir schon hin. Das Brummen haben sie gerade gekriegt, da kann ich auch nicht für. Heftige Schmerzen. Okay, die werden auch weniger werden. Komfort draußen. Okay, aber das ist erstmal gut. Wir sind ein Stück weiter. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Evan-Schild dabei oder Evan-Schilde. Das ist auf jeden Fall super. Wir haben einen mehr. Das heißt, wir müssen zwar mehr Essen haben, aber unsere Essensvorräte sind erstmal, glaube ich, üppig. Da können wir noch was machen. Dafür haben wir jetzt einen Arbeiter, der jetzt noch ein bisschen was mehr machen kann. Ich würde sagen, das soll für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.